Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Konzentration, es geht weiter mit der Calcio A. Ich hätte zwar gerade richtig Bock, die Bundesliga zu spielen, weil ich weitere Ribéry testen möchte, aber ja, es ist einfach durch die Verlängerung und Elfmeterschießen schöner, wenn man jedes Spiel wechselt, wegen der Fitness. Okay, sieht erstmal nicht so krass aus auf den ersten Blick, das Team, vor allem halt die Abwehr und oh, da sind noch einige Basic dabei. Okay, interessant. Zwar einfach der Stürmer ist basic, das ist glaube ich, wie heißt er? Ach, sein Name nicht ein, Morata. Aber der Sturm ist an sich halt krass, drei Stürmer und es sind außer Morata, der Basic Champions League, sind halt schnelle Stürmer, gefährliche Stürmer, beliebte Stürmer, die mehr abgehen, als es ihre insgesamte Bewertung vielleicht glauben macht. Und jetzt konzentrieren wir uns und gewinnen das Spiel mal. Fällt erstmal nicht drauf rein. Ich denke auch, das wird wieder ein schwierigerer Gegner sein, also nicht so einfach wie der letzte. Ich dachte, da geht rein. War eigentlich ein geiler Schuss. Schade. Sehr gut gemacht mit Torero. Torero. Ha! Torera. Torero ist auch nicht schlecht. Oh, der Gegner war zuletzt dran. Nice. Schön, dass es auch mal einem Gegner passiert, nicht nur mir. Oh Gott, was für ein Scheißpass. Aber ich musste direkt passen, weil der Gegner sonst da gewesen wäre. Hat der Gegner gut gesehen. Konnte ich nichts mehr machen, war absolut unmöglich. War meiner Meinung nach eine Verzweiflungsflanke, die leider perfekt kam. Was macht er denn jetzt? Was ist denn das für ein Jubel? Ja, was soll ich sagen? Haben wir ein bisschen Pech, wie es läuft. Also, ich glaube, das kann ich auch nicht wirklich krass verteidigen. Das war einfach eine Verzweiflungsflanke in die Mitte, weil er nicht wusste, was er machen sollte. Denke ich mal. Und dann ist das Ding halt einfach perfekt gekommen. Ja, kann ich jetzt eigentlich nichts gegen sagen. Oder wüsste jetzt auch nicht, wie ich das besser verteidigen soll. Nein, nicht auf den im Abseits. Egal, steht erst 1 zu 0. Wir konzentrieren uns. Ich werde diesmal schneller die Formation wechseln, spätestens in der Halbzeit, wenn es dann immer noch 1-0 steht und ich hier nicht hier eine Chance nach der anderen noch spiele. Okay, er macht schon wieder die Flanke. Vielleicht ist es auch sein Ding, mit Flanken zu arbeiten. Das weiß ich nicht. Wobei es trotzdem vorhin keine gute Situation war für eine Flanke, also egal ob jetzt geplant oder Verzweiflung. Hätte er vielleicht den Futter mal weiterlaufen lassen können. So, El Shaarawy nehmen wir weg, damit Brozovic den schießen kann. Also wir nehmen jetzt El Shaarawy, damit Brozovic den schießt dann. Er schießt auch, aber war ein bisschen glücklich, ob es zum Schuss kommt. Macht ihn leider nicht rein. So, Koulibaly, dein erstes Kopfballtor vielleicht? Ne, sieht nicht so aus. Ball hatten wir doch nur schon. Eigentlich schön gesehen, aber naja, Gegner ist mitgelaufen. Schön,
Schöne Grätsche von Gedira, aber wir bleiben leider nicht im Ballbesitz, weil der Gegner merkwürdigerweise viel zu schnell aufsteht. Aber schade. Aber es läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen, vom Angriff her. Der macht auch einige Fehler. Komm, Anderson! Willst du deine Quote nicht wieder schlechter machen? Wird mal wieder Zeit. Schön gemacht mit Escharavi. Ziemlich lucky das Tor, aber krass. Also der Pass war so geplant. Ich wollte auch schießen. Also eigentlich war alles geplant, aber es ist dann so merkwürdig funktioniert und auch tunnelt und wieder mal Innenpfosten und rein, das ist krass. Das war irgendwie krass merkwürdig. Obwohl, wie gesagt, ich wollte da hinpassen, ich wollte schießen. Also eigentlich war es genau wie geplant. Irgendwie sehr komisch. Aber egal, wir haben das gemacht und ich würde auch sagen, bisher waren wir auch besser als der Gegner. Sehr schön durchgesetzt von Brozovic. Oh, das haben wir nicht so gut gemacht. Hätte ich sogar flach spielen können. Schade. Schade. Okay, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wie das dann weiterging. Gegner hat auch nur einmal geschossen. Mal kurz schneuzen, sorry. So, konzentrieren wir uns. Wenn wir so weiterspielen, sollte man das Spiel gewinnen. Ich denke, wir sind ja schon klar der Bessere. Da wollte er einfach zu viel, da wollte er einfach zu viel. Schade, hat er gut gemacht mit Willian. Rennt teilweise viel zu aggressiv auf den Spieler drauf, aber ich konnte es bisher noch nicht so richtig ausnutzen. Geiler Pass! Geiler Pass, El Shaarawy, geiler Pass.
Oh! Krass. Gibt's ja noch die Ecke, ey. Flanken kann er ja. Nächste Ecke. Es war doch kein Foul, what? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Lackertor, ey. Vor allem William, der richtig, richtig krass Kopfballstark ist. Was macht er denn jetzt hier? Verstehe ich nicht. Also, ach so, ich glaube, das macht er nicht automatisch, sondern das ist Zufall, was er da macht. Ja, dann wollen wir mal wieder das Spiel. Oh, was für ein Lack, ey. So unverdient vor allem. Wollen wir mal wieder ausgleichen. Konzentrieren wir uns und gleichen aus. Come on. Ach, zählt als Eigentor. Nice. Okay. Okay, es war schlecht von mir gemacht, aber zugegebenermaßen macht er es noch schlechter. Und er hat natürlich Glück und das geht nicht rein. Oh, fuck. Egal, egal. Ich bin gut. Noch eine Ecke geschenkt, okay. Einfach ruhig bleiben, wir schaffen das schon noch. Leider gar keine Power mehr. Und macht dann auch noch einen schlechten Pass, ey. Was wahrscheinlich mit seiner Fitness zu tun hatte.
spielt halt auf ultra defensiv. Aber ist nachzuvollziehen. Er weiß ja, dass er schlechter ist. So ein unverdienter Scheiße, ey. Ach, das ist eine bittere Niederlage. Das ist echt eine bittere Niederlage. Ach, natürlich haben wir Man of the Match. Wir waren ja auch der Bessere. So ein Lacker, ey. Fuck! Er hat diesen beschissenen Alu-Lack-Treffer. Das 1-0 war schon lächerlich. Und dann dieses 2-1. Und wir machen natürlich Alu und nicht rein. Ach, das ist bitter. Und wir haben in dieser Weekend League noch kein einziges verdientes Spiel gewonnen. Hat noch keinen unverdienten Sieg drin. Fuck. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ist es jetzt. Habe ich jetzt schon zwei Spiele gemacht in der Aufnahme oder? Nee, ne? Oder? Das eine Spiel wurde abgebrochen, aber ich weiß nicht mehr, war das in der Aufnahme oder war das nicht in der Aufnahme? Oh, Mist! Ribéry, Moment. Ich habe mit Ribéry ein Spiel bisher gemacht gehabt. Ich hab keine, ich bin gerade verwirrt. Ich mache jetzt einfach noch eins und ich hoffe mal. Ich muss wieder meinen Timer setzen, dann sehe ich das anhand des Timers. Es war gerade. Ja, ich habe keine Ahnung. Egal, jetzt wieder konzentrieren und das nächste Spiel gewinnen, verdammt nochmal. Vor allem, wenn man verdient gewinnen würde, vor allem, wenn man der Bessere ist. Meine Herren. Kann ja wohl nicht sein, aber Ribéry regelt das schon für uns. Scheiße, Mann, da haben wir gegen den deutlich schlechteren Spieler verloren. Er hat in der ersten Hälfte einen Schuss abgegeben. Oh, er hat Alessandrini im Sturm, das ist nicht so geil. Aber er bekommt den maximal auf 7 Chemie, weil er als rechter Stürmer auf Stürmerposition spielt. So, konzentrieren, Spiel gewinnen. Und ja, Origi, mal schauen. Ne? Also hat er jetzt die letzten Spiele erstmal nichts mehr gemacht, aber hat er schon anständig vorgelegt, deswegen. Genial gespielt, vor allem dann die Schusstäuschung hat dafür gesorgt, dass Werner halt komplett blank einschieben kann. Schön gemacht mit Arangis, aber auch der Pass vorher, also Werner leitet den quasi selber ein. Aber die Schusstäuschung war halt genial. Sehr geil. Guter Beginn. Eines der schnellsten Tore bisher, würde ich sagen, für FIFA 18. Okay, wenn der Gegner so weiterspielt, dann wird's interessant. Fuck! Ich hatte mich schon aufs 2-0 gefreut und ein Rage-Quit vom Gegner, aber. Den gab's leider nicht. Viel zu zeitiger Abschluss beim Gegner. Viel, viel zu zeitiger. Der hätte noch gehen können und hätte sich den Abschluss leichter machen können. Der war viel zu zeitig, der Abschluss. Danke. War halt ein ganz, ganz grober Schnitzer von mir, deswegen bin ich richtig, richtig froh, dass der nicht reingeht, weil, wie gesagt, wenn er reingeht, ist es einfach absolut 100% meine Schuld, weil ich da den Pass nicht so spielen darf. Das war jetzt ein bisschen Pech, den Pass muss ich zwar auch nicht spielen, aber da war nicht damit zu rechnen, dass der nicht ankommt. Tja, Arangis und Werner scheinen gerade Bock zu haben. Wieder Vorlage Arangis und schöner Abschluss Werner. Hier habe ich einfach nur kurz auf Schießen angetippt und er hat ihn selber so flach geschossen. Sehr geil. Also ich würde sagen, schnell noch ein drittes hinterher und dann gibt es wirklich den Rage Quit. Und dann ist es auch egal, ob wir jetzt hier das zweite oder dritte Spiel machen, weil dann ist das eh dann nicht mehr so lang. Mal gucken. Also ich werde mit euch, wenn wir jetzt nochmal ganz schnell ein drittes hinlegen, dann geht der Gegner. Ach, es ärgert mich so, dass ich das letzte Spiel verloren habe. Weil jeder Sieg zählt und ich habe keinen Bock, wieder bei der letzten
Weekend League dann wieder irgendwie 6 Spiele in Folge unverdient zu verlieren. Oh, der war zu schwach gepasst einfach. Muss er straffer passen, dann kommt er auch an. Eieiei, also der Gegner spielt ja ultra schlecht bisher. Da ist leider Ribéry in den Lauf gegangen, als ich ihn anspiele. Also als ich ihn kurz einspiele. Ja, der Gegner Glück. Ja, auch wieder total überhasteter Abschluss. Also der Gegner ist nicht gut. Noch schlechter als der letzte und der war schon nicht gut. Immer gemessen an meiner eigenen Fähigkeit natürlich, logischerweise. Schön gedribbelt mit Ribéry, aber das ist auch nicht so schwer. Ich wusste nicht, dass ich mit Werner da den Ball habe, sonst hätte ich logischerweise geschossen und nicht nochmal gepasst. Also der Pass war eigentlich vorher eingegeben. Gegner scheint mir auch schon ein bisschen im Rage-Modus, so wie der jetzt auf den Ballführer drauf rennt. Komisch, dass der Pass nicht ankommt. Ich dachte, wir können mit Arangis noch einen machen, nachdem er schon 2 vorbereitet hat. Dann hätte er direkt wieder mal 3 Scorerpunkte in einem Spiel. Hat er jetzt schon wieder 2. Also er ist jetzt schon wieder auf dem Weg, mehr Scorerpunkte als Spiele. Na. Ah, ich glaube, er ist jetzt schon angepisst. Also er ist, glaube ich, am Anfang ein Tick weniger aggressiv drauf gerannt. Und bei einer Distanz wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, nochmal Ribéry ins Spiel zu bringen. Er hat sich da eigentlich gut in Position gelaufen. Das macht er gut, das macht er gut, das macht er leider gut. Erster guter Angriff von ihm. Und das hat er halt richtig gut gespielt mit Alessandrini. Die Schusstäuschung hinten stand. Dann war ich raus, dann war er zu schnell. Hätte man besser verteidigen können. Da habe ich halt nicht so aussteigen lassen, aber egal. Wenn wir so weiterspielen wie bisher, gewinnen wir das Spiel trotzdem. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir jetzt nicht den Ausgleich fressen. Problem ist natürlich, Gegner, man sieht es nicht mehr so angepisst, rennt nicht mehr so aggressiv, dumm auf den Ballführer drauf. Ist natürlich ein Problem, weil jetzt könnte es schwieriger werden. Schon wieder Riesenchance zum nächsten Tor, zum 3-1. Er macht einfach Abspielfehler, einfach Aufbaufehler, das ist der Wahnsinn. Das war ein dummer Pass eigentlich, also er hätte nicht Arangis in den Lauf schicken dürfen. Oh, Regie hat sich verletzt, das ist nicht so cool. Ach Mann! Was ist das jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass ich in so einer Situation bin und es einfach nicht schaffe, den Ball reinzuschießen? Jetzt Süle. Oh, das war wieder so eine Situation, wo ich gedacht hätte, in jedem anderen Fieber, das Ding geht jetzt rein von Süle, aber er schafft es nicht mal, den Kopfball hinzubekommen. Oh, ist nicht gut. Nein, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Taktisches Foul. Ein bisschen Ruhe reinbringen. Regie ist schnell.
Pass soll auf Werner, aber da ging nicht mal ansatzweise in Werners Richtung. Nein, ich bekomme wieder nicht die Spieler, die ich will. Ey, wir müssten schon 4, 5 Tore geschossen haben, ohne Scheiß. Wieder Stellungsfehler beim Gegner. Dumm, 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 dumm. Ich muss einfach nur durchziehen, ey. Das sollte auch ungefähr hin. Die Flanke war natürlich schwierig zu spielen, die Flanke. Deswegen mache ich der Ribéry auch keinen Vorwurf, dass er die verkackt hat. Danke, Schmelzer. Der haut immer mal einen Kackpass raus. Einfach weil er keinen guten Passwert hat. Vor allem mal, was die Langpässe angeht. Das ist scheiße. Was für ein Pass. Hey, es ist doch Wahnsinn, der Ribéry. Schade, war ein schwieriger Pass. Bitte nicht noch ein Pace-Tor mit Alessandrini. Hat er leider auch wieder gut gespielt mit Alessandrini. Natürlich absolut unverdient, dass es hier 2-2 steht. Das war leider ein Pace-Tor. Und er hat es am Ende gut gemacht, wie er sich den Ball nochmal weggelegt hat. Aber egal. Wir sind deutlich besser. Wir schießen. Wir hatten so viele Torschancen. Wir schießen noch eins. Hätten dieses 2-0, hätten wir das 3-0 gebraucht. Das war echt bitter, weil es hat seine Moral so kaputt gemacht. Er hat so schlecht gespielt. So aggressiv verteidigt. Wieder so ein schlechter Pass, ey. Zwei Tore hat er geschossen, das gibt's doch nicht. Ja, Ribéry, ne? War klar, das ist halt. Aber naja, die anderen wechsle ich dann auch immer irgendwann aus, von daher scheiß drauf. Hier kommt mal jemand ran? Endlich.
Ah, Süle, Süle, geil. Schön mit Süle hier. So, jetzt schönes Kopfballtor, come on. Tolisso, das Bock. Hat er Robben eingewechselt? Ich habe gerade Robben gelesen. Albo, da kann einfach hier auf Pace ein bisschen rumalbern. Bisschen faul, interessant. Abseits. Krass, wie frei die beiden da sind. Elfmeter. Lustig. Oh, Alessandrini kann ja noch Freistöße, aber ich traue mich einfach nicht. Scheiße, wieder so ein Spiel, wo es eine Verlängerung gibt, was nicht sein muss. Aber egal, wir konzentrieren uns und machen das jetzt genau wie beim letzten Mal und gewinnen in der Verlängerung. Konzentration, come on, direkt ein schnelles Tor. Wir haben auch nicht mehr so den Zugriff. Ich weiß nicht, ob was geändert hat. Trotzdem, wir hatten so viele Chancen, natürlich wäre es verdient hier, wenn wir mehr Tore gehabt hätten. Weil er macht so viele Fehler, ganz, ganz billig dumme Fehler im Aufbau. Schöne Ballannahme.
Oh, zum Glück. Wieder diese Pace-Scheiße. Das geht mir auf den Sack. Diesmal konnte ich auch meiner Meinung nach nichts dagegen machen. Ja, wunderbar funktioniert. Fuck! Hauptsache, ich schieß meinem eigenen Spieler an, ey. Come on. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ach, Angus. Nice luck. Schön getunnelt, nice luck. Das Glück hat Züle Körper, sonst wären wir nämlich mit einem Problem gehabt, weil der Gegner war durch. War natürlich richtig dumm von mir. Das war mein Fehler. Wenn er es ein Tor fressen, ist es mein Fehler. Oh, was? Wir waren dran. Wo köpft denn der hin? Glück. Krass. Schade, Elfmeter schießen. Wenn wir da zum Schuss kommen, ne? Aber egal. Okay, konzentrieren. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Thank you.
Wie einfach immer in die Mitte schießt und ich denke, ich raff das nicht. Was ist denn los mit dem? Eieieiei, zwei gehalten. Also verdient das Spiel gewonnen, weil ich war besser im regulären Spielzeit, ich war besser im Elfmeterschießen. Trotzdem muss ich mir vorhalten, nach dem 2-0 nicht den Deckel drauf zu machen. Der Gegner ist quasi auseinandergefallen, so wie der gespielt hat. Er hat danach wieder viel besser gespielt. Deswegen, ich bin froh, dass ich es trotzdem gewonnen habe, aber es hätte besser souveräner laufen können. Eieiei, was für ein Spiel schon wieder. Tore, zweimal Werner, Vorlagen, zweimal Arangis. Arangis müsste ja bald seinem Ziel näher kommen, wieder. Oder er ist vielleicht sogar schon so weit, dass er mehr Tore als Spieler hat. Mehr Scorerpunkte. Okay. Ich will auf jeden Fall noch 5 Spiele machen. Im allerbesten Fall. Ich überlege halt nur gerade, wann ich Pause mache zum Essen. Nehme ich jetzt nochmal auf oder esse ich erst was? Ich habe eigentlich schon ziemlichen Hunger, muss ich zugeben. Ich glaube, ich esse erstmal was. Also dann, bis bald, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.